Servus, Mario aus Thailand Sattahip. Heute zu den Kosten von dem Steuergerätwechsel bei meinem Nissan. Also Leute, um dieses Gerät ist es hier gegangen. Dieses Steuergerät hat mir einiges an Nerven gekostet. Okay. Okay, liebe Leute. Und an Geld natürlich. Nicht nur Nerven, auch Geld. So, was habe ich denn alles bezahlen müssen? Wie hoch waren denn die Kosten? So, angefangen hat es mit der Abschleppung von meinem Haus in die erste Werkstätte. 800 Baht, das sind so circa 22 Euro. Dann, in der Werkstätte selber, ein Mann für der mit dem Laptop gekommen ist, also der Mann mit dem Laptop, 500 Baht, der aber leider auch nichts ausrichten konnte, weil er nicht richtig rein konnte in die Fehleranalyse-System, oder wie das heißt. Jetzt hat mir da der 500 Baht gekostet, quasi auch für nichts. Dann, der andere Mann hat 300 Baht verlangt, der beim Steuergerät Stecker raus, Stecker rein und bisschen rumgeschraubt hat. Es waren 300 Baht. Dann haben wir einen Abschleppwagen bestellt, der meinen Nissan dann in die Nissan-Werkstätte nach Rayong fahren sollte. Aber wir haben uns dann umentschieden für die Fahrt nach Pattaya, weil es einfacher ist, über den Highway und kürzer. So, jetzt sind wir in die Nissan-Werkstätte nach Pattaya gefahren mit dem neuen Abschleppwagen und der hat 1800 Baht gekostet. Das entspricht 50 Euro circa. So, bei der Nissan-Werkstätte angekommen, wir sind leider an dem Donnerstag Nachmittag erst hingekommen. Samstag war Feiertag, Freitag war schon kein Arbeitstag mehr, war auch Feiertag, Sonntag war geschlossen und so weiter. So, jetzt haben die probiert am Nachmittag noch beim Steuergerät zu hantieren und so weiter. Also es wurde dann festgestellt, dass tatsächlich das Steuergerät schuld ist oder kaputt ist und die haben dann die Innenverkleidung alles raus, die ganzen Kabel geprüft, alles gereinigt, haben das wirklich sehr sorgfältig gemacht, auch beim Tacho alles raus und boah, also ich habe da ein bisschen zugesehen, da haben 3-4 Mann gewerkt und aber leider, sie wollten das Steuergerät ja nochmal reinigen und nochmal neu einbauen und probieren, aber es hat leider nicht funktioniert an diesem Tag und so mussten wir am Donnerstag ohne Auto wieder nach Hause fahren. Am Montag, also Freitag, Samstag, Sonntag war ja leider geschlossen, die haben nicht gearbeitet. Am Montag haben wir dann angerufen und die haben uns dann mitgeteilt, jawohl, das Steuergerät ist schuld und sie wechseln das Steuergerät, aber es ist leider in ganz Thailand bei diesen Typen kein lagerndes vorhanden. So muss das von Japan eingeflogen werden. Okay, so, am Mittwoch rufen die wieder an vom Nissan und sagen, ja, das Steuergerät ist gekommen und es war aber schon Nachmittag, und sie werden am Donnerstag den Einbau und das Ganze vornehmen. So, am Donnerstag rufen die an, wir können am Freitag kommen, das Auto ist fertig. Das war Donnerstagnachmittag. Okay, am Freitag haben wir uns dann das Auto geholt. Das war dann eigentlich eine ganze Woche dann dort. Zu den Kosten. Das Steuergerät selber. 5670 Baht. Das entspricht ca. 157 Euro laut dem Wechselkurs jetzt. Und Arbeitszeit 1860 Baht, das entspricht 52 Euro laut dem Wechselkurs jetzt. So, ich habe dann alles zusammen 10.930 Baht bezahlt, das entspricht 303 Euro
laut dem jetzigen Wechselkurs. Ja Leute, schreibt mir doch in den Kommentaren, ist das teuer mit dem Steuergerät oder habe ich da noch Glück gehabt, war es doch günstig? Und eines weiß ich natürlich, idealerweise beim nächsten Mal sofort in die Nissan-Werkstätte bei solchen Sachen. Wäre natürlich von Vorteil, aber das, man lernt ja nie aus, man soll ja von solchen Sachen lernen. Okay, schreibt mir doch bitte, war das teuer, nicht teuer und was würde das in Europa kosten? Okay, dann haben wir vom Nissan eine Karte bekommen mit einer Telefonnummer drauf. Das ist Car Service. Das heißt, wenn irgendwo ich mein Auto irgendwo stehen bleibe durch technisches Gebrechen, kann ich jederzeit dort anrufen. Dann kommt eben die Pannenhilfe vom Nissan und schaut sich an, ob das Auto noch fahrtauglich ist oder nicht oder ob ein Abschleppwagen kommen muss und so weiter. Und das ist alles kostenlos. Der wird dann in die nächste Nissan-Werkstätte geschleppt und wie gesagt kostenlos und wird dort dann hergerichtet. Natürlich mit einem Hintergedanke, damit das Auto ja in der Nissan-Werkstätte dann auch repariert wird. Okay, dass man nicht in eine andere Werkstätte fährt. Okay, aber trotzdem finde ich das super. Man kann jetzt wirklich jederzeit anrufen und also beim nächsten Gebrechen wäre das ideal so. Ganz egal, auch von hier zu Hause, die kommen hierher und schauen sich eben das an. Okay, liebe Leute, das war jetzt so die ganze Sache. Jetzt bin ich natürlich irrsinnig froh, das Auto wieder zu haben. So eine Woche ohne Auto ist schon irgendwo mühsam. Ich habe zwar noch ein Moped, aber naja, mein Auto ist halt schon alles einfacher. Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Recht herzlich willkommen den neuen Abonnenten meines YouTube-Kanals. Recht herzlich natürlich allen Abonnenten meines YouTube-Kanals. Leute, ihr seid mega spitze alle. Alle, ihr seid alle mega spitze. Dankeschön. Vielen Dank. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Servus. Mario aus Thailand Sattahip. Tschüss.